War. Wir spielen heute Triumph und Treuebruch. Auf Deutsch hört sich ziemlich doof an, aber auf Englisch ist es ganz okay. Was hast du gegen Triumph und Treuebruch? Das heißt Triumph and Outfracking oder Outbreaking. Na gut, also nein, Triumph und Treuebruch hört sich cool an. Geiler das spielen wir heute. Schneid das raus. Allererstes hat sich aufgestellt übrigens der 1500 Punkte Camry. Yeah! Yeah! 30 Bogenschützen, 5 Bogenreiter, 25 Verfluchte mit Gruftkönig und Priester des Todes, ein Hero-Titan mit Bogen, ein Hohepriester des Todes und in dem Turm sind 30 Skelettbogenschützen. Genau. Als zweites aufgestellt haben sich die Skaven auf der komplett anderen Seite von den Skeletten. Rattling Gun, 30 Clanratten, Höllengrubenbrut, Warlock-Techniker, 30 Clanratten mit Armeestandartenträger und Giftwindmaser. Ja, das ist das richtige Modell. Ja. 31 Sturmratten mit General auf großer Pockenratte und Dingschredder. Oh, nicht das richtige Modell. Danach, als Dritter aufgestellt, haben sich die Nachtgoblins. Ja, man darf halt nur so hier 12 Zoll im Halbkreis um die Fahne aufstellen und ich habe 120 Goblins noch zu Hause gelassen. Also, nee, die sind irgendwo in der Reserve. Bogenschützen mit vielleicht Fanatics. Eine Speerschleuder, noch eine Speerschleuder, ein Kurbelwagen mit zufälliger Bewegung, Kettensquick mit zufälliger Bewegung, ein Goblin-Streitwagen, noch ein Goblin-Streitwagen. Ich habe in der Reserve den meinen Kriegsherrn und 2x60er Trupp von Nachtgoblins. Ah, da ist noch mein Magier im Haus drin. Als letztes aufgestellt haben sich Chaos! Yeah. Ja, komm, irgendeiner muss da jetzt mal. Chaos! Naja, gut, da steht halt Chaos. Ja, gut. Da ich wieder gewinne, ist mir. Okay. Das sind wie auch bei der letzten Schlacht schon wieder diese Barbaren mit Festus. Ja, ja. Zwei Streitwagen, 50 Barbaren, Dr. Festus und Armeestandartenträger des Nurgles, alles. Ja. Fünf Chaos-Barbaren-Reiter, Blutwessenstreitwagen, sechs Chaos-Stunde und drei Zerfleischer. Okay. Aber der Arif darf trotzdem mitspielen. Genau. Das sind die Soldtruhen mit den Siegespunkten. Ihr seht, wir fangen bei der 1500-Punkte-Schlacht mit 300 Siegespunkten an. Das liegt daran, dass für jede 500 Punkte Armeegröße 100 Punkte Sold sozusagen generiert werden. Keiner von uns hat von der Regel Söldner Gebrauch gemacht. Dafür hätte man nämlich die Punkte ausgeben können im Vorfeld. Deshalb haben wir sie alle behalten. Da wird halt viel bestochen und Scheißdreck. Ja. Ja. Jeder hat jetzt eine Karte gezogen. Das sind die Karten, die die Reihenfolge angeben. Das wird gleich entschieden. Das heißt, es ist jede Runde at random. Und jeder hat jetzt schon vorab im Spielzug Verratskarten gezogen. Zwei Stück. Und zwar, der die am meisten hat, kriegt nur eine. Die anderen, die weniger haben, zwei. Und wenn der am wenigsten hat, drei. Drei. Und wir haben alle gleich, also jeder zwei. Erste Runde. Wir jetzt aufdecken, oder? Sind wir schon fertig, ja? Nee, bleibt erstmal da liegen, wir nehmen sie nämlich dann nebendran. Ersten Zug in der ersten Runde hat
Müller! Yeah! Ende der ersten Runde der Goblins. Eigentlich nach Goblins, sind nur ein paar Goblin-Einheiten mit dabei. Also ich habe als erstes, ich habe keine Angriffe angesagt, habe trotzdem meine Bewegung auf das Chaos sozusagen angekündigt. Also es gab kurze geile Diskussionen und genau, es gab Bestechungen und sowas, das kann man hier aber nicht so richtig festhalten, das werden wir wahrscheinlich nur noch 2 Tage filmen. Aber es ging hier heiß her, wer gegen wen und bla, Kupfermünzen, yeah! Ja, auf jeden Fall habe ich als erstes meine zufällige Bewegungskettensquick, Kettensquick und Snotling Kurbelwagen nach vorne geschickt. Einfach mal hier auf das. Das ist ja übrigens das Artefakt. Wir spielen nämlich die Mission Artefakt. Das müssen wir besitzen. Dann kriegen wir am Ende des Spiels 500 Punkte. Dürfen wir nur mit dem Kommandanten einnehmen. Und da habe ich mich jetzt mal drauf ausgerichtet. Die Streitwagen sind nach vorne gefahren. Der Magier ist hier, Schamane ist hier im Haus geblieben. Der Streitwagen ist nach vorne gefahren. Hier, die haben einfach stehen geblieben. Die haben ein bisschen rumgewielt, um auch noch da hinten zu kommen. Und dann kam die Magiephase. Da ging es auch heiß und her. Heiß und her. Heiß und her. Ich habe auch wieder das, als Gegner Chaos ausgewählt. Und habe aber nicht gezaubert, weil meine Reichweite von dem Schamanen nicht ausgereicht hat. Dann Schussphase, musste ich ja wieder einen Gegner auswählen. Habe ich wieder das Chaos ausgewählt. Und hier die Einheit Barbaren habe ich beschossen. Die hat aber über die Hälfte haben hinter dem Wald gestanden. Darum war es -1 wegen weicher Deckung. Über weit -1, also habe ich nur bei einer 6 getroffen, habe mich getroffen. Und hier habe ich den Streitwagen, der hinter dem Haus steht, anvisiert. Und der hat natürlich von harter Deckung profitiert. Also er hat sich bewegt und danach hat er einen coolen Zauber gemacht. Hat mich in der Magiephase als bösen Feind dargestellt. Hat aber nur, einzig wahre Feind. Genau. Hat aber nur einen Unterstützungszauber auf seine Jungs gemacht. Und zwar Fluch des Niederwerfens. Dann dürfen alle Bogenschützeneinheiten zweimal schießen, mehrfach Schuss. Dann hat er in der Schussphase nicht mehr mich als Feind, sondern das Chaos als Feind deklariert und hat dann auf ihn geschossen, hat dem hier 2 Lebenspunkte abgenommen mit seinem, das ist übrigens ein Hierophant-Titan oder sowas mit einem Bogen. Der hat nicht getroffen und die Einheit hat nicht geschossen, weil der Reen... Weil wir nämlich einen schönen Deal hatten, Mann. Der erste richtige Deal in genau. Triumph and Oath Tracking. Und zwar, wie viel hast du bezahlt? 50 das und wir nächste Runde machen wir uns beide nix. Also in unserer ersten Runde, die jetzt bei für uns beide noch ansteht, habe ihm 50 bezahlt. Dafür hat er seinen Zauber benutzt, damit diese Einheit ihre Millionenschuss nicht abgeben kann. Und ich glaube, das war auch... Das war nämlich hier eine Horde. Also es ist eine Horde, aber es hat damit nichts zu tun. Das wären 10 Schuss, 20 Schuss, die dritte Reihe, die Hälfte. Also 25 Schuss. Und Mehrfachschuss, 2, also 50 Schuss wären es auf die hier gewesen. So, und dafür ist jetzt die Schatztruhe hier ein bisschen anders geordnet. Und zwar hier, der Aref hat 1 Kupfermünze weniger. Ja, Aref ein weniger, und wo ist mehr musste aber bezahlen, weil er die Karte eingesetzt hat. Und jetzt geht's auch weiter, okay. Das nächste Spielen. Genau. Soll ich die Karte anheben? Ja. Um jetzt, den nächsten das Zugpreis zu genau, geben? Genau, das ist die Zugkarte. Das nächste ist dran. Die Fackel. Wer ist die Fackel? Die Scaper. Also wir sind hier live in der Skaven, Phase. Und er hat mich, er hat die Goblins als Gegner in der Bewegungsphase angesagt und hier die Höllengrubenbrut, ähnlich wie meine Kettensquicks, haben eine zufällige Bewegung von 3W6. Was hat er gewürfelt? Also 3-1er, nicht bewegten Würfel stattdessen sofort auf dieser Tabelle. Ich würfel sofort auf dieser Tabelle. 6 Überdosis! Nicht da reinfilmen. Das Copyright macht dich nicht so krass. Bewegt sich in die benannte Richtung und legt dabei die durch den Würfelwurf Distanz. Für den Rest des Spiels erhöht sich ihre Stärke +1. Das Profil der Bestie kann durch erneut Überdosis Ergebnisse nicht weiter verbessert werden. Was ist, weil sofort B6 Lebenspunktverluste. Oh, wie viel hatten die? Keine Ahnung. Oh mein Gott, eine 6 oder was? Er hat sozusagen 6 Lebenspunkte. Full House gewürfelt. Ach, 3 Einsen und dann eine 6 auf die Tabelle. 4, 5. Und nochmal eine 6. Wie viele Lebenspunkte haben die? 6. Also weg. Ich weiß nicht, ob dagegen Schutzwürfelstoff erlaubt sind. Steht nichts dabei.
Erste Runde ist Gavin. Ja, war eine schöne Runde für mich. Ich habe die Höllengrubenbrut als erstes bewegt, habe für die Bewegung 3 Einsen gewürfelt. Das haben wir gesehen. Ja, da ist natürlich ein Rückgang, hat jetzt aber eine Stärke mehr und einen Lebenspunkt weniger. Der Rest hat sich einfach vorbewegt. Stopp, die 6 Lebenspunkte hast du verloren, aber hast du 5 regeneriert. Ja, regeneriert. Bei 4. Ja, natürlich. Boah, so ein Schwein. Ja, der Rest ist vorbewegt, aber hier wird nichts passieren, weil wir ja noch ein Agreement haben. Die letzte Karte. Was für eine Überraschung. Ich brauch das nicht. Axt. Axt. Nein. Der ist das Chaos. Alter, ich bin mit meinen Barbaren total nach vorne, hatte mit dem nicht angepackt, mit dem nicht angepackt, teuer erkauft für jeweils 50 plus Specials, Specials im Sinne von nicht angreifen, nächste Runde, bla bla bla, hab die Streitwagen trotzdem zum Marine ausgerichtet, hab die leichte Kavallerie-Barbarenreiter hier nach vorne, hab die Hunde nach vorne, aber in Richtung Khemri und hab die 3 Zerfleischer halt auch so, dass sie noch höchstens in die Seite angegriffen werden können. Dann habe ich gezaubert und habe tatsächlich mit Mace noch einen Deal raushandeln können, dass ich meinen Zauber ohne Bann durchkrieg und habe mir mit den Barbaren für die gesamte Einheit plus 3 Widerstand. Was sind diese Karten? Die eh schon 900 Punkte kostet. 850. 900. Die erste Runde ist vorbei. Keiner hat irgendwelche Siegpunkte errungen. Das heißt, keiner kriegt Goldstücke oder Kupferstücke oder was auch immer. Der Ruben, der heute keiner mehr ins Feld führt, mischt mal die Karten. Die Zugfolgekarten mischen. Warum kriege ich denn keinen? Wir sehen, das ist kurz alles zur Information. Professionell. Das Chaos hat welche Kartensymbol? Die zwei. Den zweiköpfigen Hammer. Die Skaven haben was? Die Fackel. Die Fackel? Oh, warte, was ist das? Die. Was haben die Khemri? Ich hab das Schwert. Und das die Goblins haben die helle Bade. Okay. Achtung, es wurde gemischt. Dann ziehe ich die erste Runde. Ja. Das ist die Fackel. Die Fackel, die Skaven. Kriege ich nicht noch irgendwie Karten oder so? Ist der Mace der meisten, der kriegt eine Karte. Ich krieg 3 und ihr 2, genau wie du es gesagt hast. Aber mach abwechselnd. Er hat am wenigsten den Angriff, der kriegt 3 Karten. Und wir 2 haben genauso viele. Nächster, eine Karte ziehen. Ich ziehe jetzt mal eine Karte. Ich ziehe mal eine Karte. Rin, aber auch im Schuss okay, jetzt nichts ab. Für 100. Das war nie. Ja, das war niemals. Ja, da müssen wir jetzt eine neue. Reden wir nochmal drüber. Also, wir sind hier live in der Phase Escape. Zauberst nichts Böses auf mich und schießt nicht auf mich. Rin, vielleicht ist das. Der Escape-Spieler, der diskutiert gerade mit dem Chaos-Spieler. Es geht hier gerade um Spaltenruf. Und viel mehr. Und viel mehr. Der Escape-Spieler misst gerade. Chaos hat ihm gerade angeboten, 100 zu zahlen. Das wäre ja dann hier. Das Silberne, glaube ich. Wie viel ist Silberwert? 150. 150? Also 100 hätte er dann im Ring gegeben. Alaris, 100. Auf jeden Fall. 100. 100, du bringst den durch, zauberst aber nichts mehr auf mich und schießt nicht auf mich. Mhm. Ich werde nächste Runde aber von dir gecharged. Also werde ich wohl nochmal schießen dürfen. Klar. Und jetzt wird hier noch ein Nicht-Angriff. Ich charge dich nicht. Aha. Wir chargen uns alle hier nicht. Ich charge dich nicht. Da auch schon nicht. Da charge ich mich schon hundertprozentig. Wenn. Ich charge dich nicht. Wenn ich weniger als 2 Leben verliere. Nee, wenn du mich auch nicht chargest. Ja, jetzt mischt sich auch noch hier der Khemri-Spieler ein. Ich mach's dir sogar noch einfacher. Oder willst du den Deal annehmen? Also eigentlich geht es hier gar nicht mehr um Warhammer. Ich will schießen. Wer, wann, wo, wen angreift. Keine Magie, kein Schuss. Bis jetzt gab es noch keinen einzigen Nahkampf, noch keinen einzigen Verlust. Plus. Außer dem einen Würfel hier. Ich greife dich nächste Runde nicht an. Ich bezauber dich nicht. Ein umfassender. Also nichts, was dir Schaden machen würde. Du musst auf keinen Fall irgendwie befürchten, dass ich dir Schaden mache. Genau, und jetzt kommt nämlich, und in meiner zweiten Runde greife ich dich auch nicht an. Bewegst du dich weg? Dennoch. Ich bewege mich weg und müsste, würde dir sogar. Ja, beweg mich weg. Ja, der Chaos-Spieler macht das. 100.
weil er weiß, dass er mit seinem Sternzerstörer alles gewinnt, solange ihn keiner hier angreift. Ja, 50 wieder. Also 1W6. Zweite Runde Skaven. Ja, also, ich habe mich hier schön vorbewegt. Hier meine Clan-Ratten und die Rattling-Cannon haben sich ein bisschen ausgerichtet, falls der Ork-Spieler mich noch ein bisschen anpissen will. Goblin-Spieler. Goblin-Spieler. Auf der Seite ist alles ein bisschen vorgegangen. Höllengrubenbrut ist vorgegangen. Der Magier hat sich ein bisschen ausgerichtet. Der Giftendmörser hat sich auch ein bisschen ausgerichtet, um schießen zu können. In der Magiephase habe ich einen Warp-Blitz auf Blutbestien-Streitwagen durchgebracht. Dann ging die Handelei los. Das haben wir live mitverfolgt. Es wurde live mitverfolgt. Und ich durfte den durchbringen, habe leider keinen Schaden gemacht. Dafür habe ich keinen weiteren Zauber auf den Chaos gemacht. Schieß nicht weiter auf den Chaos. Und er bewegt sich nächste Runde weg von mir. Vielleicht. Sehen wir dann. Okay. Dann kommt jetzt die zweite Karte. Mace, willst du sie ziehen? Das die Axt. Die... Nein, das ist die helle Bade. Das ist die helle Bade. So, also, zweite Runde der Nachtgoblins. Hier sind einige Verstärkungen gekommen. Und zwar, hier die 60er Einheit Nachtgoblins mit General hier drin. Nochmal 60 Nachtgoblins, die hier unten sind noch Trolle, die sind da geblieben. Aber was eigentlich krass war, ich habe den Chaos-Spieler 50, also eine Kupfermünze abgegluckst, weil ich gesagt habe, ich greife nicht mit dem Streitwagen ihn an. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Ich habe noch zwei, dreimal hingewiesen, dass es nur der Streitwagen ist. Er hat gesagt, ja, okay. Danach habe ich dann, weil der Snotling-Kuppelwagen und die zwei Kalkenswigs haben zufällige Bewegung, da darf ich keinen Angriff ansagen, habe trotzdem in die Richtung von denen hier mich ausgerichtet und dann 3W6 gewürfelt. Bin mit dem einen hier durch, wäre ich gekommen. Er hat aber schnell noch die Paranoia-Karte, gespielt. Die aussagt, dass ich einen anderen Gegner für diese Phase aussuchen muss. Da hat er Glück gehabt. So, dann habe ich mir den Camry-Spieler ausgesucht und dann habe ich mich trotzdem so positioniert, dass sie alle hier dieses Artefakt bedrohen. Danach habe ich gesagt, okay, ich mache quälendes Jucken auf diese Einheit. Die würde dann B6 Initiative und Bewegung verlieren, was ziemlich blöd wäre, weil er will das Artefakt aufheben. Dann hat er mir nochmal zwei Karten angeboten und gesagt, er greift nicht an. Und dann habe ich das angenommen. Und in der Schussphase habe ich auf ihn geschossen, aber nicht getroffen. Das war's. Also, und hier geht's echt ab. Zwar nicht nahkampfmäßig und so, aber hier Diskussion. Also nicht krass. Richtig Warhammer-mäßig. Ja, also es ist eher so ein zwischenmenschliches, agierendes Spiel. Ende zweite Runde. Chaos. Das war quasi ein Gefallen, den ich dir tun wollte. Nach meiner Verpflichtung habe ich mit den Barbarenreitern vor, mit denen zwei Blutwagen vor, mit denen vor, mit denen vor und mit denen habe ich mich hier neu ausgerichtet. Das gab einige Diskussionen, aber es war richtig, weil ich mich geradeaus gewheelt habe. Ja. Und ich habe das Artefakt aufgenommen. Ja, also er hat das Artefakt. Ja. Ja, nicht. Aber, ihr seid gerade hier in einer schönen Diskussion. Aber nämlich dafür hat er kein Geld mehr. Was? Oh, das war ein bisschen hart. Oh, das war ganz schön hart. Entschuldigung, mein Freund. Ja, der war echt schon ordentlich. Der hat schön geklatscht. Also, hier neben dem Schlachtfeld werden auch Schläge verteilt. Das ist echt geil gemacht. Das filme ich jetzt nicht, aber es geht hier neben dem Schlachtfeld auch ziemlich ab bei Eid und Treuebruch. Nicht oder wie auch immer. Cooles Spiel auf jeden Fall. Zweite Runde, Camrys! Und hier geht es ganz krass ab. Wir haben auch schon ganz spät, wir haben eigentlich schon um 1 Uhr getroffen, 2 Uhr haben wir angefangen zu spielen, jetzt haben wir 7. Ah ja, ist cool, Mann. Ja, ist cool, so muss es sein. Wir machen ja auch nebenbei noch so andere Sachen. Wir gehen nochmal was essen. Ich will Burger eigentlich nicht Party. Mehr zum Burger Party. Naja, auf jeden Fall, hier ging es voll ab. 20 Handkills hier liegen, Mann. Ja, wir müssen auch noch essen. Also, wir sind hier auch nebenbei am Essen und Trinken.
Also Wasser. Bin ich dabei. Also, die Kemris, was haben die denn gemacht? Ich habe nur mit Brot. Ich habe in der Küche gestanden. Magie. Ja, ist das. Okay. Naja, gut. Also, was richtig krass ist, um jetzt mal zu sagen, die Kemris haben jetzt den richtigen Treue... Outbreak! Den absoluten Outbreak gemacht. Genau. Weil er hat nämlich hier diese Zerschmetterer angegriffen. Die sind abgehauen als Korn. Alles gut. Als Korn sind die abgehauen. Durch ihre Einheiten, durch bis hierhin. Da ich ja als neutrale Einheit zähle, wären sie nicht vernichtet gewesen, wenn sie sich nicht innerhalb von einem Zoll aufstellen hätten können. Aber sie haben sich ja irgendwie platzieren können. Und danach hat er Magie gemacht auf mich. Er wollte Magiewirbel machen, von hier anfangen nach da. Aber wir haben im Regelbuch nachgelesen, Magiewirbel Ulala. Fängt hier vom Zauberer an. Hätte durch seinen Titanen durchgehen müssen. Also hat er es lieber nicht gemacht und dann nachher in der Schussphase hat er hier auf die geschossen. Damit hat wie viel Verluste gemacht? Fünf oder sechs? Ein oder zwei. Ein oder zwei, okay. So, ja. Jetzt dritte kommt Runde. Jetzt kommt erstmal wird geguckt, ob es weitergeht. Zwei plus uns vier sind sechs. Plus W3 sind maximal W3 9. W3 nur? Ja. Okay, und wir müssen auf 12 kommen und das endet. Also endet nicht, also kommt jetzt die dritte Runde. Der Reen mischt gerade. Und jetzt gibt's Karten, bevor es losgeht. Dann fange ich jetzt einfach mal an zu ziehen. Ich habe ja schon fünf Karten. Ja. Also eine muss ich ablegen. Muss ich mir jetzt hier aussuchen, ob ich die ablege oder die anderen behalte oder wie auch immer. Ende der dritten Runde Chaos. Also er hat sich nach vorne bewegt. Hat mit den Goblins einen dreckigen Deal gemacht. Ja, dreckig war nicht. Wir haben ich habe da einen dreckigen Deal und ich habe hier einen dreckigen Deal. Hat überall dreckige Deals. Deals. Auf jeden Fall, ich habe ihn nicht angegriffen. Er hat mich nicht angegriffen. Dummerweise als erstes dran gekommen. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich angegriffen. Aber so ist es halt bei Triumph und Treuebruch, dass es hier verschiedene... Und wir haben einen Oathbreaker. Okay. Also, die Runde ist fertig, er hat sich bewegt, sonst nicht viel passiert, er hat Widerstand plus 3. Das mag sein, aber du hast... Ja. In der dritten Runde der Goblins, ja. Ich wollte mich hier nicht als Oathbreaker beschmutzen. Genau, es gibt nur einen beschmutzten Oathbreaker. Und das Chaos hat mich diese Runde nicht angegriffen. Die haben Glück gehabt, dass sie die erste Karte gezogen hätten, sonst hätte ich es wahrscheinlich so nicht gemacht in Deal. Aber so musste ich mich dran halten und habe mich an allen vorbeigezogen. Ich durfte aber drauf zaubern, das hat mir aber in dem Fall nicht viel gebracht und ich habe auch drauf geschossen mit beiden Speerschleudern hier auf die hier, die in der so in der Reihe waren. Dummerweise habe ich hier mit dem einen eine 1 gewürfelt, weil die als klapprig zählen, musste ich nochmal auf der Fehlschusstabelle würfeln und habe eine 1 gewürfelt, das zerstört. Das war aber nur 35 Punkte, also hat der Chaos-Spieler, den ich in der Runde als Feind deklariert habe, keine 50 Punkte gekriegt, weil es nur unter 50 Punkte waren. So, Ende der Runde 3 der Skaven. Die Skaven haben keinen Treuebruch begangen. So ein bisschen, finde ich. Nein, haben sie nicht gemacht. Wir haben keinen Angriffspakt gehabt. Und er hat, weil ich jetzt hier keinen Treuebruch bei den Chaos gemacht hatte, hat er gesagt, ich bin zu weich und hat mich angegriffen. Und zwar hier die 20 Bogenschützen, die hier waren. Dadurch hat er aber hier zwei Fanatics ausgelöst. Durch die auch zwei Fanatics ausgelöscht. Durch die auch zwei Fanatics ausgelöst. Die Fanatics von denen sind durch meine auch durchgegangen. Dafür habe ich schon allein 8 oder 9 verloren. Hier hat er auch 8 oder sowas verloren. Hier sind die ganzen Fanatics. Darf ich anmerken, es waren 30 und die haben einen riesen Fanatic-Wirbel ausgehalten. Und es sind immer noch 5, 10, 15, 20 genau. Maximal. Also 10 Stück verloren. Hier sind die ganzen Fanatics. Dann hat er einen Schwefelsprung gemacht. War euer Nahkampf unentschieden? Nee. Nein, ich habe gewonnen. Schwefelsprung in der Magiephase hierhin. 9 Spaltenruf weggeballert. Durch Spaltenruf. Dann hat er nochmal Feuerball gemacht, oder nee, einen Warpblitz auf den einen Fanatiken hat er geröstet. Dadurch hat er aber keine Punkte gekriegt. Dann hat er hier die im Nahkampf aufgerieben, an der Ordnungsstelle vernichtet. Dann hat er 60 Punkte gekriegt, also 50. Und jetzt, das Coole ist, die Höllengrubenbrut hat die erste Bewegung gemacht, hat 2 Fanatics ausgelöst. Der eine Fanatics hat 6 Mal getroffen, nee,
fünfmal durchgekommen und er hat fünfmal nicht regeneriert. Die ist jetzt weg, aber die ist zu dumm zum Sterben oder sowas? Nein, die ist zu abscheulich für den Tod. Und könnt jetzt wiederkommen. Ratten brechen hervor. W3 Rattensperme, 2 Rattensperme brechen hervor. Und die ist kaputt, die kostet 200 noch was Punkte. Das heißt, ich krieg 4 Kupfermünzen oder sowas. Minus. Oder eine Silber. Rattenschwarm. Nee. Minus 3-mal Rattenschwarm. Genau. Also von daher war das für dadurch, dass ich überhaupt keine Runde hatte, war es okay. 200 dazu. Achtung. Ich mach das schon. Der Minus sieht. Das sind 300, du kriegst 200, das heißt, ich krieg 100 wieder. 150 pro Dings, dann gebe ich dir 2 Kupfermünzen zurück. Was mit den Rattenschwärmen jetzt? Die werden nicht abgezogen. 300, 450, 550. Ey, der Müller hat 550 Punkte und ist damit der Sieger im Moment. Ende der dritten Runde der letzten Einheit, der letzten Fraktion für diese Runde. Die Kemris, die haben jetzt hier der riesen Barbareneinheit in den Rücken gecharged, angegriffen. Haben den Nahkampf auch um 2 gewonnen, weil von hinten zählen die Glieder nicht mehr. Aber bedrängte Einheiten, wenn die mehr Glieder haben als die angegriffene Einheit, hier sind noch 7 mehr hinten dran. Das hat er jetzt hier leider mit Modellen nicht dargestellt, finde ich auch ein bisschen blöd immer, weil die Würfel kann man auch schneller vergessen. Naja, auf jeden Fall verliert die Einheit, die bedrängte Einheit, die Standhaftregel nicht, wenn sie mehr Glieder hat als der Gegner. Das heißt, die durfte unmodifiziert testen, hat 5 geschafft, also mit einem Wurf von 5. Also ist hier eigentlich nichts passiert. Und ja, jetzt kommt die vierte Runde und mal gucken, wie es weitergeht. Ende der vierten Runde Chaos. Also, Chaos hat ja hier mit den Streitwagen und hier mit den Wölfen charged. Hier diese riesige Einheit, die jetzt nicht mehr da ist von den Kennys. Scheiße, ihr wart alle. Das Witzige eigentlich da an der ganzen Sache ist, dass von diesem Nahkampf, der von den Kemris verloren wurde, alle 4 anderen Leute profitiert haben, außer der Kemri-Spieler. Und zwar, ich habe unerwarteter Vorteil ausgespielt. Das heißt, sobald eine Fraktion einen Nahkampf gewinnt, deren Schatztruhe am niedrigsten ist, kriege ich ein Kupferstück. Ja, so. Dann, meine sind es nicht, meine liegen hier. Der Chaos-Spieler hat das hier gespielt. Er hat dadurch 2 zusätzliche Kupferpunkte gekriegt. Ich habe einen zusätzlichen. Der Skaven hat hier das gespielt. Hat auch nochmal einen gekriegt. Und wer hat das gespielt? Ich. Ach, du hast da auch mal was. Für was denn? Ja, und, achso, der Camry hat doch auch noch was. Haben wir doch alle schon bezahlt, oder? Genau. Ja. Also hat eigentlich jeder von dem Nahkampf profitiert. Natürlich am meisten das Chaos, weil der hat nochmal wie viel? 700 Punkte nochmal gekriegt. 750, weil da eine Standarte dabei war, der General jeweils 50 Punkte und 650 Punkte die Einheit. Jetzt sieht es halt nicht mehr so gut aus. Muss ja dazu rechnen, dass das Chaos noch die 5 Punkte in Form vom Artefakt hat. Nie geschossen. Okay, vierte Runde geht weiter. Ende der vierten Runde der Goblins. Ich habe mir als Bewegungsopfer das Chaos ausgesucht, weil das so krass führt. Und alle meine Kettensqueaks und sowas, das eine hat hier sich ausgerichtet auf die. Ist dann hier rein und hier rein. Hat hier, glaube ich, 3 Lebenspunkte nur verursacht, obwohl es wirklich oft getroffen hat, aber er hat hier Regeneration 5 auch. Hier habe ich leider nur 1 Lebenspunkt ausschalten können. Dadurch ist ein Modell gestorben, weil es nur noch einen hatte durch die Kemris. Der hat auch mehrmals gesaved mit Rettungswurf, glaube ich. Die hier, das Kettensqueak ist von hier durch beide durch. Die haben aber Widerstand 6. Und ich habe 5. Aber du hast, nein, Widerstand 6, aber 5 Lebenspunkte. Du hast beim ersten nur 2 genau. Und beim zweiten 9 und ich habe alle bis auf, nee, ich habe alle gesaved. Alle gesaved, ja. Ja. Krass, er hat nämlich ein Save von 8, 2 plus oder so. Nee, 3 plus.
Minus 3. Minus 3 waren 6 und dann noch den 5er Dämonisch. Ach ja, 5er Rettungswurf. Also Rettungswurf gegen Arif ist echt böse. Aber der, Snotling-Kurbelwagen hat es rausgerissen. Der hat hier die 5 Barbarenreiter angegriffen. Mit seiner zufälligen Wegen von 2. Und hat mit 2W6 hat er 12 Hits gemacht, Doppel 6. Und hat dann alle vernichtet. Dadurch habe ich 80 Punkte gekriegt. Das sind leider nur 50, eine Kupfermünze. Okay. Soll ich einen Stein nachwerfen? Ja, mach doch! Ja, also Rainway ist ein bisschen mehr gegen den RF manchmal, das stimmt. Ende der Runde 4 der Skaven. Die Skaven haben wieder das zweite Mal schon die Nachtgoblins jetzt also böse verraten. Und zwar, ich habe den Chaos, also der ja Chipleader ist, hat mich jetzt hier in die Flanke angegriffen. Ich habe alles rausgehauen, dass ich den Nahkampf noch gewinne, dass ich hier keinen Test machen muss mit meiner Generaleinheit, sonst wären hier 400 Punkte weg gewesen. Und habe trotzdem die nicht, also er muss einen Test machen, hat er geschafft. Ansonsten ist, er hat Magie hier auf die gemacht. Hat drauf geschossen. Also die Kemris und die Nachtgoblins, die haben alles dafür getan, dass Chaos nicht gewinnt. Die haben ausgebreakt, Mann. Haben alles dafür getan, dass Chaos nicht gewinnt. Das war das Sklaven-Team. Nur die Skaven haben die ganze Zeit immer nur gegen die Nachtgoblins gemacht. Nichts mehr gemacht. Ende der vierten Runde der... Hallo, wo sind denn die Karten? Kemri. Was ist denn passiert, Mace? Hat einer die Karten hier weggenommen? Ich hab hier geschossen, nichts getroffen, bam! Und kein Nahkampf, gar nichts. Fünfte Runde kommt. Vierte brauchen wir noch nicht würfeln. Genau. Achtung! Ich habe am meisten, ich krieg also nur eine Karte, die ziehe ich jetzt. Ja. Das sind jetzt die Verratskarten. Okay. Dann jeder von euch, außer dem Mace, der hat am wenigsten, der kriegt 3. Du kriegst 2 und Rin kriegt 2. Eine für dich. Haben wir jetzt gleich viel ist? Also wir sind jetzt mittendrin, ja, ist okay. Egal. Eine für Rin, eine für Matze, eine für dich, eine für Rin, eine für Matze und noch eine für Matze. Genau. Die ist für den Rin. Ja. Und jetzt kommen die Runden, wer zuerst angreifen darf. Ah, das muss ich dann gleich nochmal mischen. Das waren diese hier. Genau. Und hoffentlich komme ich vor. Ach stopp, der Matze hat dummerweise 3 und hat jetzt wieder 3, das heißt, er muss eine abschmeißen, genau. Gleich. Maximal 5 Verratskarten darf man haben. Ende der 5. Runde der Goblins. Die Goblins haben es jetzt leid mit Reden und was weiß ich. Von allen Seiten haben sie es auf mir eingeprasselt. Irgendwann habe ich mir die Ohren einfach zugehalten und habe das gemacht, wovon ich... schon mal geträumt hat. Nee, und hab zusätzlich vom Chaos-Spieler noch 300 Punkte gekriegt. Und 3 Karten. Und 3 Karten. Und das hat mir meine Entscheidung dann doch noch ein bisschen leichter gemacht. Das war's Ohren zu halten. Ich hab doch noch vom Chaos. Und ja, hier die Einheit hat sozusagen von hier die Skaven-Einheit gecharged, die mir in der Flanke gestanden hat. Die meine Generaleinheit bedroht hat und haben sie dann im Nahkampf aufgerieben. Sau geil. Also die ganzen Fanatics hier haben hier 6 Lebenspunkte verursacht. Ja, wie geht's gleich auf? Dummerweise sind die 2 Kettenspicks hier in der Mitte zusammengestoßen, sind sie direkt weg. Und der Snotling Kurbelwagen. Für wen haben die Punkte gezählt? Für die Punkte hat dann, also 100 Punkte hat dann der Skaven-Spieler gekriegt, dummerweise, weil ich ihn in der Runde als Feind bestimmt habe. Hier der Snotling Kurbelwagen hat den Angriff hier auf die geschafft, hat aber dummerweise mit 2W6, Stärke 4, nur eine Doppel-1 gewürfelt beim Hitten, also 2 Treffer und hat einen weggenommen, hat 2 Skaven insgesamt weggeschlagen, er hat nichts verloren und der Kampf, die haben gewonnen, aber der ist unerschütterlich. So, und die anderen haben sich hier noch ein bisschen umbewegt. Die Trolle sind endlich mal gekommen, die habe ich die ganze Zeit vergessen. 1150. So, und hast mir 300 gegeben. Nicht viel passiert, er hat seinen Giant hier hinbewegt, also versucht anzugreifen, hat aber nicht geschafft. Und geschossen hast du auch drauf, mit allen Mann gemacht, aber nicht Sharknado. Weil die haben wieder schon 6 auch, die sind sau hat. Aber das hilft ihnen auch nicht. Ja. Und Magie hast du auch gemacht? Die plötzlich so groß waren wie ein Schiff. Ja, da dass er sich nochmal bewegen kann. Und trotzdem hast du den Punkt wiederkriegt. Okay, aber sonst ist nichts passiert. Nee. So, die letzte Partei der 5. Runde und dann sind wir auch hoffentlich bald am Ende.
Die machen Moral. Ist nichts geben. Ende der fünften Runde des Gaven. Die natürlich mal wieder das dritte Mal von fünf Runden gegen die armen Goblins gekämpft haben. Ich flatsch dir gleich ein. Du kriegst nur fünf Karten, ja? Ist aber nicht viel passiert. Er hat Spaltenruf gemacht. Sehr gut. Und ich habe Betäuschungskarte dann auf den hier gemacht. Ist nichts passiert. Dann hat er hier mit dem hier noch auf den gezaubert Warblitz. Hat es aber nicht ich habe gebannt mit Doppel 6. Bewegt hat er sich hier auf das Chaos, marschiert, sehr gut. Und hier im Nahkampf mit dem Kurbelwagen, also fertig. Jetzt sind wir live dabei beim Wurf für die sechste Runde. Der Aref Würfel, der gehört das Spiel. Wieso der Aref? Nee? Wieso der Aref? Der bestand Matze, nee, Herr Matze. Ja, Herr Matze. Der wie immer gerne ein E3. Hoch, ja? Ja. Oder niedrig? Hoch. Was gut, damit wir weiterspielen? Niedrig. Niedrig, also niedrig. Fällt weiter. Mace hat eine 3 gewürfelt, W3 sind 2. Wir sind in der fünften Runde gewesen. 5 plus 4 Spieler sind 9, plus 2 sind 11 und eine 12 müssen wir erreichen, dass wir aufhören. Also sechste Runde kommt jetzt noch. Wir haben jetzt gleich 2 Uhr morgens. Puh. So, sechste Runde Skaven. Die Skaven haben Chaos angegriffen, haben in der Magiephase, wollten sie wieder auf die armen Goblins, aber ich habe die Karte Allianz ausgespielt. Dann habe ich mir ein Ziel ausgesucht. Was war nicht so ein Weicher? Nee, Quatsch, er musste sich ein neues Ziel aussuchen, hat sich Chaos ausgesucht, aber irgendwie wurde es gebannt. Genau, er wollte Schwefelsprung machen, es wurde aber gebannt. Geschossen hat er hier mit dem Mörser auf die Fehlfunktion gewürfelt, nächste Runde aussetzen. Die Gatling hat auch hier auf die Einheit geschossen, hat aber auch einen Pasch gewürfelt und hat dann stark verzogen, hat dann nach hier geschossen. Der Nahkampf ist so gelaufen. Hart, die hat nicht stark verzogen, die hat hart verrissen. Hart verrissen, okay. Und hart, willst du hier hart, was zum Nahkampf sagen? Also die Skaven haben keinen Lebenspunkt von dem Wagen ausgeschaltet, der mit Widerstand 6 echt hart ist. Richtig. Und die Blutbestie hat 3 Skaven ausgeschaltet. 2. 2. Die Skaven haben um 4 gewonnen. Der Chaos-Spieler hat eine 3 gewürfelt. Ach, das Geschäft. Ende 6. Runde der Goblins. Wir haben hier Fett mit 3 Einheiten Nahkampf auf die Skaven. Die bösen. Oh Mann, war das dumm. Und ich habe wieder mal vergessen, meinen Banner des Tiefenreichs zu machen. Ach Mann. Also davor, also in der Runde hat er es jetzt noch gemacht, hat aber nur einen gekostet. Das sind 2 W6-Treffer der Stärke 2. Naja, auf jeden Fall hier die Aufpralltreffer haben es hier bei mir rausgerissen. Auf jeden Fall, der hat diesmal 10 gemacht. Der hat 5 plus 1 gemacht, sind 6. Und die haben nur Paarverbindungen gemacht. Und ich habe dann um 12 gewonnen oder so. Er hat keine Doppel-1 gemacht, hat Armeestandard nochmal getestet, keine Doppel-1 gemacht. ist dann nur 7 Zoll geflohen, ich mit dem Streitwagen hinterher, schnelle Bewegung, 3W6, der niedrigste weg, eingeholt. Und da habe ich 350 Punkte insgesamt gekriegt. Jo, ja, und ansonsten Beschuss hat der Kemmerich-Spieler mich quäles Jucken drauf gesprochen. Dann zählt die als bewegt, darf sich nicht bedingen. Magie habe ich nichts gemacht. Also Ende der sechsten Runde, Chaos hat gewonnen. In meinen Augen. Und zwar 1650 Punkte. Und in meinen Augen ist ich der Müller schuld. Und ich habe 1050 Punkte, die anderen weiß ich nicht. Und Winner. Und wir gehen jetzt drauf. Also Chaos hat es auf jeden Fall gut gemacht. Die haben sich in der Mitte aufgestellt und haben 2 Runden lang alle so weit bestochen, dass sie keine Nahkampfangriffe abgekriegt haben. Ein paar Schuss, ja. Das ist halt schade. Auf jeden Fall krass, krasses Spiel. Und hab hinten zugemacht, das war meine Taktik. Und die hat funktioniert. Und ich habe die letzten 3 Runden habe ich von allen abgekriegt. Das einzige Problem war, ich bin ab der zweiten Runde an den Tisch mehr rangekommen. Da war es zu spät. Genau. Und weil du deine Einheiten bei mir im Nahkampf hattest. Ach, halt's Maul, ich hab da eine Einheit. 2 Einheiten hast du mir da reingejagt. Ja.